ドイツ語を始めたけれど、なかなか上達しない、そんなあなたに最重要動詞30選を紹介します。こんにちは、ドイツ語チャンネル、ギャラクシーAZです。Hallo zusammen, packen wir's an! ドイツ語の単語、たくさん覚えなきゃと焦ってしまいますよね。でも、まずは基本的な動詞30個をしっかりマスターすることが大事です。それだけで日常会話がぐっと楽になり、自信が持てるようになります。Hört und repetiert die deutschen Sätze. Sprecht laut. Und los geht's! Nummer 30. Tun. Tun, Tat, hat getan. Was tust du?Er tat es gestern. Ich habe es getan. Nummer 29. Bleiben. Bleiben, blieb, ist geblieben. Ich bleibe zu Hause. Er blieb bis spät in die Nacht. Wir sind 2 Wochen in Deutschland geblieben.Nummer 28. Bringen. Bringen, brachte, hat gebracht. Kannst du mir das Wasser bringen? Er brachte seine Freundin zum Bahnhof. Er hat dir ein Geschenk gebracht. Nummer 27. Stehen. Stehen, stand, hat gestanden.Ich stehe vor der Tür. Er stand am Fenster. Sie hat auf der Straße gestanden. Nummer 26. Finden. Finden, fand, hat gefunden. Ich finde meinen Schlüssel nicht.Er fand es gestern. Wir haben einen guten Ort gefunden. Nummer 25. Liegen. Liegen, lag, hat gelegen. Das Buch liegt auf dem Tisch. Sie lag den ganzen Tag im Bett.Das hat lange dort gelegen. Nummer 24. Heißen. Heißen, hieß, hat geheißen. Wie heißt du? Das hieß früher anders. Er hat immer so geheißen. Nummer 23.Halten. Halten, hielt, hat gehalten. Kannst du das halten? Der Bus hielt plötzlich. Sie hat den Apfel gehalten. Nummer 22. Erklären. Erklären, erklärte, hat erklärt.Kannst du das erklären? Sie erklärte die Aufgabe. Er hat es gut erklärt. Nummer 21. Zeigen. Zeigen, zeigte, hat gezeigt. Zeig mir das Bild.Er zeigte uns den Weg. Sie hat uns ihr Haus gezeigt. Nummer 20. Hören. Hören, hörte, hat gehört. Ich höre Musik. Er hörte ein seltsames Geräusch. Hast du das gehört?Nummer 19. Trinken. Trinken, trank, hat getrunken. Möchten Sie einen Kaffee trinken? Er trank jeden Abend.
Er hat keinen Alkohol getrunken. Nummer 18. Essen. Essen, aß, hat gegessen. Ich esse einen Apfel. Was aßt du zum Frühstück? Wir haben zusammen gegessen. Nummer 17. Wissen. Wissen wusste, hat gewusst. Ich weiß es nicht. Er wusste die Antwort. Sie hat viel über Kunst gewusst. Nummer 16. Lassen. Lassen ließ, hat gelassen. Lass mich in Ruhe. Er ließ mich gehen. Wir haben das Fenster offen gelassen. Nummer 15 und schon die Hälfte ist vorbei. Sehen. Sehen, sah, hat gesehen. Möchtest du einen Film sehen? Er sah den Unfall. Hast du das gesehen? Nummer 14. Nehmen. Nehmen, nahm, hat genommen. Ich nehme den Bus. Er nahm das Geld. Sie hat den Job genommen. Nummer 13. Geben. Geben gab, hat gegeben. Gib mir das Buch. Er gab ihr eine Blume. Sie hat ihm einen Rat gegeben. Nummer 12. Kommen. Kommen kam, ist gekommen. Er kommt bald. Er kam spät. Für dich ist ein Brief gekommen. Nummer 11. Gehen. Gehen ging, ist gegangen. Wohin gehst du? Er ging nach Hause. Wir sind ins Kino gegangen. Und die Top 10. Nummer 10. Machen. Machen, machte, hat gemacht. Was machst du am Sonntag? Er machte das Bett. Sie hat einen Kuchen gemacht. Nummer 9. Sagen. Sagen, sagte, hat gesagt. Wie sagt man das auf Deutsch? Er sagte die Wahrheit. Was hast du gesagt? Nummer 8. Wollen. Wollen, wollte, hat gewollt. Ich will Eis essen. Er wollte Arzt werden. Sie hat immer reisen wollen. Nummer 7. Sollen. Sollen, sollte, hat gesollt, sollen. Was soll ich tun? Er sollte früher kommen. Du hast zum Arzt gehen sollen. Nummer 6. Dürfen. Dürfen, durfte, hat gedurft. Darf ich hier parken? Er durfte nicht kommen. Wir haben das nie gedurft. Nummer 5. Müssen. Müssen, musste, hat gemusst. Ich muss jetzt gehen. Er musste früh aufstehen. Er hat es gemusst. Nummer 4.
Können. Können, konnte, hat gekonnt. Kannst du mir helfen? Er konnte gut singen. Wir haben das immer gekonnt. Und die Top 3. Nummer 3. Werden. Werden wurde, ist geworden. Wann wirst du kommen? Sie wurde Lehrerin. Es ist kalt geworden. Nummer 2. Haben. Haben hatte, hat gehabt. Hast du Zeit? Er hatte viel Glück. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Und Top 1, Nummer 1, sein. Sein war, ist gewesen. Ich bin müde. Er war sehr freundlich. Es ist schön gewesen. Ja, und das waren schon unsere 30 Verben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss!